Ich heiße euch schmerzlich zurück zu Let's Play. Oder Let's Test. Tellalys Fate, dem letzten Part, haben wir angefangen. Und nun sind wir in Stage 3 auf der Mission, Giselle zu finden. Ja, lasst uns schnell schauen, ob sie hier ist. Die Zeit rennt uns davon. Ja. Die Sonne ist sogar schon aufgegangen. Wir haben zu viel Zeit verschwendet, Trottel. Lasst uns hoffentlich in eine wilde Monsterherde reinzurennen. Und schon kommt... Das sieht aus wie dieses Monster-AG-Viech, das Grüne, nur dass es jetzt blau ist. So ist unsere Hoffnung schon verloren gegangen. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt sieht es aus wie so ein Spongo. Vielleicht sind es auch Standard-RPG-Maker-Games. Daher habt ihr die Sprites, also MV-Games. Wer nichts mit diesem Game jetzt anzufangen hat, sollte auf jeden Fall den ersten Part schauen. Da werde ich alles erklären, beziehungsweise das Game erklärt sich da... Oh, fuck. Erklärt sich da total von selbst. Joa. Fuck. Hey, wartet, Leute. Ich verkacke jetzt nicht gegen diesen Gammelschleim. Danke. Aber ich habe mich echt nicht gut angestellt. Ja. Deswegen, wer auf Erklärungen hofft, sollte den ersten Part auf jeden Fall schauen. Ich erkläre das jetzt nicht alles nochmal. Lasst uns weiter voranschreiten. Wer ist das? Er schaut stark aus. Wer ist das? Lasst mich eure Stärke testen. Ich muss trainieren, um jemand sehr, sehr Wichtigen zu beschützen. Und deswegen greifst du random people auf der Straße an? Ah, ich bin Kenshi. Ich habe das Ziel, der stärkste Bodyguard zu werden für eine sehr, sehr wichtige Person. Aber du darfst jetzt nicht mit uns trainieren. Wir sind in Eile. Naja, dann lasse ich euch nur vorbei, wenn ihr mich besiegt, so wie immer. Naja, na gut. Wer verliert, hat Kenshi? Eins. Okay. Kriegt mal hin. Jetzt ist es halt auch wieder schneller, weil es ein Zwischenboss ist. Aber sie wird uns niemals aufhalten. Sorry, dass ich halt auch während... fuck. Sag ich ja. Das ist eigentlich schon das perfekte Paradebeispiel gewesen, dass ich während diesen Battles hier nichts rede, weil ich sonst nicht concentrated bin. Und auf die Phrase bekommen. Gut, einmal auf die Phrase bekommen ist in Ordnung. Hätte ich vermeiden können, aber alles klar. Gut, der ging schnell, der Trottel. Auf jetzt, du Vollidiot. Auf jetzt! Ihr seid zu stark für mich, ich muss weiter trainieren. Was ein Trottel. Ich denke, wir haben immer noch genug Zeit. Los, wir müssen diese minimale Chance nutzen, die wir noch haben. Los! Los, beruhigt euch. Beruhigt dich, Seth. Egal, was passiert, wir werden sie finden. Auch wenn dieser dumme Schleim uns noch den Weg blockiert. Das sieht aus wie so ein Gümmelmonster, wie so ein Gümmelorg. Ich finde, ich wette bei diesen Random-Gegnern, ihr seht ja jetzt hier, dass diese Leiste langsamer ist. Das ist wahrscheinlich so schnell wie beim Easy-Mode. Der Zwischenboss und der Boss. Ich wette, in Lunatic ist das doppelt so schnell wie im normalen Mode der Final Boss. Aber wir werden es auf jeden Fall noch anzocken. Das verspreche ich. Weil, wer weiß, wenn ich mich ranhalte, schaffe ich vielleicht 3 Stages in diesem Part. Und dann kann ich die Final Stage im nächsten Part zeigen und dann noch die Lunatic-Anspielung. Los, die Route ist nun frei. Auf jetzt. Warum du schon wieder? What the fuck? Ja, gut. Das ist der perfekte Ort für ein Rematch. Die Brücke des Schicksals. Aber es wird kein Rematch geben, du Trottel. Doch, aber diesmal werde ich alles geben. Ich habe keine andere Wahl, Mann. This time I'm aiming for the kill. Battle defense. Dieses Mal bin ich auf Töten vorbereitet. Besser, ihr solltet euch verteidigen. Okay, wir haben keine andere Wahl. Auf geht's. Wie viel Leben hat er jetzt? Alter, jetzt hat er sich mega aufgepusht. Er hat jetzt den Super Saiyajin aktiviert. Deswegen ist er auch noch blonder als davor. Oh, fuck. Alter, das ist noch schneller! Jetzt geht's ab, das Game. Ja.
wollte den Perfekten. Aber nur zwei Hits immerhin. War doch ganz gut. Schade eigentlich, ich wollte ihn echt perfekt. Dann hätte ich meine 100er Serie bekommen. Aber das scheint jetzt wohl, dass die Stage anzieht. Oder das Game. Okay, das sieht aus, auch im Super Saiyan-Modus habe ich leider keine Chance gegen euch. Du bist echt sehr, sehr gut. Ich wünsche dir viel Glück, diese spezielle Person zu beschützen. Was sind eure Namen? Wir sind Pyroflo, Choro, Marco und Seth. Trottelige Namen. Aber ich werde sie leider nicht vergessen. Oder langweilige. Es tut mir leid, euch aufgehalten zu haben. Los jetzt. Vielleicht werden wir uns wiedersehen. Ich glaube, der wird der Final Boss sein, weil er trainen muss, um diesen blauen Typen wahrscheinlich zu beschützen. Ich glaube, der kommt nochmal vor. Gut, Save Progress. Also, es gibt 5 Files zum Saven, das fällt mir jetzt erst auf. Sie folgten dem Pass, der den Berg hinaufführte. Es schien so, als wären sie auf dem richtigen Weg. Wie auch immer. Bald kamen sie an einen Scheideweg, in den es rechts und links weitergeht. So, eine Entscheidung muss nun gefällt werden. Wo, denken Sie, ist Giselle hingegangen? Den Licht- oder den Dunkelheitspass? Wo sollten Sie langgehen? Choose a path. Was? Okay, wir werden die dunkle Seite der Macht. Der Jedi-Orden wird mit Order 66 genietet werden. Wir werden jetzt diese Seite wählen. Ah, hier kann man dann echt wählen. Wir haben den dunklen Weg gewählt. Ich hoffe, dass Choro in seinem Video den Lichtweg nimmt. Das muss ich ihm sagen, weil ich will den auch sehen. Weil der wird das Game wahrscheinlich auch zocken. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Es sieht aus wie ein Castle. Vielleicht sind sie echt hier hingegangen. Wir haben keine Wahl. Auf geht's. Alle in Bereithaltung. Oh, MV. Eine Wache. Sorcerer, was heißt denn das? Looks more like a Sorcerer. Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht. Habe ich noch nie gehört, dieses Wort. Ich werde euch nicht erlauben. Dark Sorcerer. Dunkler Magier. Nein, Sorcerer heißt doch nicht Magier, oder? Ich glaube, ich werde hier einen Wikipedia-Eintrag oder einen Duden-Übersetzungseintrag reinknallen. Ey, das ist jetzt so schnell wie ein Gümmelgegner auf den anderen 3 Stages. Ja, jetzt wird das Game anziehen. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Auf eine neue Herausforderung. Weil sonst wäre es echt ein bisschen einfach gewesen als Normal-Mode. Aber es ist auch nur der Normal-Mode. Ich will echt nicht wissen, wie das Magnetic-Modus anzieht, Alter. Okay, aber immer ist er tot. Ja, aber ich habe auch ein bisschen Respekt davor. Ich denke immer, ich kann mich bewegen, aber es geht nicht. Ich denke, das war elemental. Ja, es ist möglich. Los, keine Zeit verlieren. Die reden immer so viel, die verlieren so viel Zeit. Nein, ich sage an! Hä, hey, aber warum ist Sagan mit Dunkelheitspass? Ich hätte jetzt Vanitas erwartet. Ihr? Sagan? Ah, bist du hier, um Vanitas Castle zu infiltrieren? Auch? Oder bist du hier, um es zu verteidigen? Das ist Vanitas Castle. Ja, Classic. Antworte mir! Wir sind eher dabei, das zu infiltrieren, anstatt es zu verteidigen. Wir schauen nach meiner Schwester Giselle. Ich weiß darüber nicht viel. Aber wenn ihr nicht hier seid, um mir zu helfen, dann müsst ihr sterben. Alles klar, Sagan. Geht klar, Sagan. Komm her. Ich frag mich, wo die Battle Sprites von Sagan her hat. Und warum ist der Trottel jetzt schon so heftig? Die Zwischenbosse sind jetzt wohl auch schon angestiegen. Ich mag Sagan, aber das Schlimme ist, er hat eine Tradition oder mein Herz gebrochen, weil er hat im Prinzip jetzt gezeigt, dass Sagan schwächer ist als Vanitas, weil er nur der Zwischenboss ist. Schade eigentlich. Ich hätte die eigentlich beide auf dem gleich weisen und heftigen Level erwartet. Aua. Auch jetzt stirbt du Trottel. Seht auf deinen Balken, ist gleich tot, danke. Ich wette mal, im Lunatic-Modus kriege ich auch weniger Battle-Power als Eigen. Also, die Lebensanzeige. Ah, ich wurde besiegt! Ich sollte mich umnieten. Okay, ciao.
Oder regenerieren wollte er sagen, wahrscheinlich. Das ist also Vanitas Castle. Hey, ich hätte echt gerne interessiert, was im Lichtweg ist. Los geht's! Wahrscheinlich Pschorn und, Dämonen. Wie ich stimme zu. Ich dachte gerade, es wären Eiswaffeln da oben. Fuck. Schaut hinter euch, geil. Das ist Vanitas Castle. Er wird uns bestimmt angreifen wollen. Aber zuerst kommt wieder so ein Sorcerer. Hm. Das war nicht wirklich Vanitas. Naja. Okay, Sorcerer, komm her. Dich mach ich fertig, du Trottel. Du hast eh keine wirkliche Macht hier. Gandalf, der Graue. Aber man muss auch sagen, die Battle Screens, eigentlich hat er, sieht sehr, sehr gut aus. Das Game hat bestimmt kurzweiligen Spaß. Also ich würde es niemals länger als 2 Stunden, ich würde es wahrscheinlich nicht mal 2 Stunden zocken. Aber man kann es schon mal bringen, aber das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Wenn man wirklich die harten Schwierigkeitsgrade bringt. Und auf solche Games steht dann, ist es bestimmt cool. Ja, das sind also Vanitas personelle Bodyguards oder sowas in der Art. Ja, er war immer gut, Leute zu manipulieren, ja. Servus, Grütze, ich hab dich schon vermischt. Lang, lang ist es her, dass seitdem wir uns das letzte Mal ungefähr so begegnet sind. Ja, ungefähr ein bisschen mehr als 3,5 Jahre jetzt, seit PKH. Hm. Naja, das ist nicht die wirkliche Art, Freunde zu finden. Vanitas, du bist es. Hahaha. Wie habt ihr mein Castle gefunden? Und wir haben meine Schwester Giselle gesucht. Irgendjemand, der sich Elemental nennt, ein blauhaariger Typ, hat sie mitgenommen, so wie es aussieht. Und ihr denkt, ihr könnt sie in meiner Festung finden? Ich glaube euch nicht. Niemand ist hier. Warum sollte es hier irgendjemand sein? Werdet ihr versuchen, mich nun umzubringen? Ja, ich bin aber untötbar. Ja, wir sind eigentlich nicht auf der Suche, dich, also wir sind eigentlich nicht, ja, wirklich gelüsten, dich zu töten. Wir suchen nur noch jemanden. Ruhe, Pyroflo. Niemand wird deine Lügen glauben. Wenn ihr nicht versucht, mich zu töten, dann werde ich jetzt versuchen, euch zu töten. Morons? Wer ist Morons? Oder was soll das für ein Ausdruck sein? Alter, das sind geile Sprites. Muss man dazu sagen, wo hat er die denn her? 2400, das ist so viel wie der schwarze rote Augendrache im Angriffsmodus. Scheiße, Alter. Ich muss hier mit dem blauen, also mit dem weißen Drachen mit eiskaltem Blick nieten. Oder einfach eine Fallgruppe zücken. Tja, Vanitas, you activated my trap card. Ich muss jetzt zwar erst wirklich aufladen. So, also so müsst ihr euch im Yu-Gi-Oh! Spiel vorstellen, wo eine Trap Card aktiviert wird. Da kommt erstmal so ein Rhythmus-Game. Und nur wenn das funktioniert, kannst du die Trap Card usen. Das sind so die neuen Yu-Gi-Oh! Regeln. Und auch wenn du das zu Hause auf dem Brett spielst, da kommt plötzlich so ein Game geöffnet, wo dieses Rhythmus-Game dann genau in dieser Varianz vorkommt. Das wäre schon geil irgendwie. Das würde Yu-Gi-Oh! So einen extra difficult Flavor noch dazugeben. So. Yes, hab eine 100er. Jawohl, geperfected. Die Trap Card hat absolute Wirkung gehabt. Sofort aus dem Spiel entfernt sogar. Es war die Ultrafallgrube. Ihr habt gut gekämpft. Aber nichts wird sich ändern. Ja. Wie wir sagten, wir sind nicht hier, um dich zu attackieren. Wir sind nur auf der Suche nach Giselle und Elemental. Wirklich, das war keine Lüge. Naja. Wir sind wirklich sehr, sehr ehrlich. Ja, okay. Hm. Scheiße. Wir haben eigentlich den falschen Weg gewählt. Wer ist das jetzt? Wer hat das gesagt? Und Vanitas wundert sich nur. Also, hätten wir den Lichtweg gewählt, wäre der dann da gewesen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Wer ist das? It's dark! Absolutely darkness. Geile Mucke. Wir sind Idioten. Und am Ende macht das keinen Unterschied. Wir haben die Dunkelheit nicht betreten. Bevor sie uns betreten hat. Hat er sich beim Mapping sehr viel Mühe gegeben. Spaß. Wo sind wir? Ich kann nichts, wirklich gar nichts erkennen. Ach, das ist der blauhaarige Typ. Scheiße, Trottel. Ich hab's vorher gar nicht gerafft. Ihr habt mein Domizil betreten. Was ist das? Ihr könnt mich Elemental nennen. Und diese Dunkelheit ist mein Heimatort.
Ah, Elemental. Wo ist meine Schwester? Junger Master, Seth. Du brauchst nicht besorgt sein. Du wirst, also, ja, du kannst sicher gehen, du wirst sie sehr bald wiedersehen. Jessica, Seth, Master. Was ist hier los? Ah, willkommen! Es ist sehr dunkel hier. Wir werden die an dich dann machen. Hat keinen Unterschied gemacht, weil es dunkel ist. Es wird deine Aufwärmphase. Ach so, dieses Licht ist ein Fire Elemental Gegner. Krank. Aber dieses Fire Element wird jetzt genietet. Ich will jetzt extra diese Stage auch noch in diesen Part reinklatschen, damit ich auch später genug Zeit habe, den Lunatic Mod euch zu präsentieren. Gut. Aber wer weiß, vielleicht hätte ich sogar den Hard Mod zocken können. Weil bis jetzt komme ich ja echt relativ gut durch. Aber ich will nicht zu Fallout sein. Ich frage mich aber, wie es im Easy Mode dann gewesen wäre. Ha! Hier bin ich! So lange hat's gedauert. Wo ist meine Schwester? Welche denn? Er weiß es! Ja stimmt, es gibt noch eine andere Schwester. Es gibt noch... Giselle und... Stimmt, das ist jetzt eigentlich die Geschichte. In AAC wird von Giselle tot... Von Giselles Tod berichtet. Was? Dann wird das jetzt also so... erzählt, okay? Aber warte... Ja, Alice, genau, danke. Alice und ich sprechen nicht mehr miteinander. Oh Mann. Ich werde eure Stärke testen. Aber macht euch keine Sorgen um Giselle, junger Master Giselle ist fein. Was? Jetzt junger Master Giselle? Wer ist er? Elemental. Achso, ja stimmt. Ja, ich trottel. Ich muss gerade die ganzen Storylines in meinem eigenen Kopf durchgehen lassen. Weil die hängen ja alle irgendwie miteinander zusammen. Fuck. In AHC 2 gibt es ja auch einen Fall, der mit denen zusammenhängt. Warum müssen wir eigentlich dieses Spiel hier spielen? Warum kannst du nicht gleich den Super Saiyan aktivieren? Fuck. Okay, ich bin nicht würdig, ihn aktiviert zu sehen. Ich frag mich, ob auch die ATKs der Gegner stärker werden. Also, wenn ich einmal fail, dass ich mehr Schaden kassiere. Kann ich leider jetzt nicht beurteilen. Muss ich mir alles selber in meinen Videos dann irgendwann mal anschauen. Okay. Ja, aber anscheinend schon. Weil sonst hätte ich immer 430 Leben. Wenn ich zweimal gehittet wurde. Naja. Ja, es war ein normaler, guter Kampf. Hm, habst du uns mit uns gespielt? Ja. Schau. Warum findest du es nicht selber raus, hat er gesagt. Du Arschloch! Los, lass uns laufen. Woher wissen wir eigentlich, wo der Weg ist, oder ist alles Weg? Ja, komm her. Ja, komm. Komm jetzt, Fire Limit, Kacke. Das einzige was ist sehr, sehr monoton. Also es ist wirklich immer Gümmelgegner, Zwischenboss, Gümmelgegner, Endboss der Stage. Aber ja, wie soll ich auch anders machen? Es ist ähnlich wie ein Two-Hoof Beat'em Up. Nein, kein Beat'em Up. Auch so ein Rhythmus-Game. Nein, es ist kein Two-Rhythmus-Game. Es ist, wie nennt man diese Art von Game? Auf jeden Fall auch so aufgebaut. Da gibt es auch Gümmelgegner. Da halt ein bisschen mehrere. Aber dann kommt Zwischenboss, wieder Gümmelgegner und dann Endboss. Deswegen kann man es akzeptieren. Ich würde mich echt gerne fragen, wie es im Easy-Mode geändert hat. Wir kommen dem Ende näher. Oder wahrscheinlich endet die Story hier in der 5. Stage und die 6. Stage ist immer noch so eine Bonus-Stage. Haha, willkommen zurück. Dieses Mal kein Wegrennen mehr. Wir stehen nun hier am Ende. Wie hast du das davor selbsterklärend gemacht? Aha. Sehr gut, junger Master Seth. Mein Name ist Elemental Org. Ogre, kenne ich nicht. Der ist neu. Ich bin ein Verwandter der Teleli Family. Oder ein Mitglied? Vor einer langen, langen Zeit. Ich war mit einer älteren Schwester befreundet. Diese ältere, die du vergessen hast, Naka Teleli, die ist auch neu. Naka, nicht sie! Es war ihr Wunsch. Nicht euch, sondern Giselle hier zu bringen. So hast du... Also hast du sie gekidnappt, weil du wusstest, wir würden ihr folgen. Ach, mach keinen Fehler. Giselle ist mit ihrem eigenen Willen hergekommen.
ihr beide, also ihr seid es, die nicht aus eigener Willenskraft hergekommen sind. Warum? Haha, keine Sorge. Das wirst du früh genug herausfinden. Oder, na, ich kann es auch jetzt sagen. Let's talk about something else. Eure Stärke. Ich werde euch nun testen. Mystic Saiyajin! Ich bin nicht beeindruckt. Ich bin ehrlich. Ich war nicht beeindruckt. Ja, eure Kampfkraft ist... naja. Ja, Medium. Ja, mittelmäßig gut. Ja gut, okay, normal Mode. Ja, ich hab's euch in meinem Mode gesagt. Es ist normal. Okay. Ah, er wird deine wertlosen Freunde, also er wird Pyroflomar und Shoro töten können. Okay, also muss Seth sie beschützen, wenn er kann. Ah, los, er kommt hier. Final Boss wahrscheinlich. 3000, oder? Ne, 2,8, okay. Okay, los geht's. Ist er noch schneller, Alter. Fuck! Bin übel schlecht. Aber gut, der Final Boss Mucke Amok. Sorry. Ich kann mir dieses Scheißwort einfach nicht abgewöhnen. Ich hasse es. So ein richtiges Kanacken-Ghetto-Wort. Also ich meine damit keine Amokläufe, ne? Fickt die Augen. Knapp gerade. Ah! Au, oh, jetzt kassiere ich. Boah, danke. War zeitweise echt kurz vorm Abkratzen. Hab voll meinen Rhythmus raus verloren, aber... boah, war nicht schlecht. Ihr habt es echt gut gemacht. Hä? Wer ist das jetzt? Ist das Naka? Elemental, es ist Zeit. Okay, hab verstanden, Meister Naka. Los, folgt mir. Es wird der einzige Weg sein, aus meiner Domain zu entkommen. Sollten wir das tun? Wir haben keine andere Wahl. Aber... okay. Wahrscheinlich endet hier der Easy-Mode, ne? Okay. Dann werde ich jetzt hier cutten und wir sehen uns im nächsten Part. Okay, aber zuerst werde ich es vorlesen. Okay. Dem dunklen Pfad folgten sie dem blauen Licht, den Elemental vorgegeben hat. Sie wussten nicht wann und wo... Aber, zu einer gewissen Zeit erleuchtete sich der Raum. Es war keine definierbare Lichtquelle. Es sah so aus, als ob Millionen Sterne zu scheinen begangen, in weiter Ferne. Und ein kalter, kühler Hauch überkam sie. Wo bringt er uns hin und was ist sein Ziel? Und das werden wir im nächsten Part herausfinden.